Wir haben als nächstes den Matthias. Ist das der richtig? Schauen wir mal hier. Ja, ich spicke, es muss der Matthias sein. Wir müssten als nächstes den Matthias haben. Ja. War auch schon bei der letzten Stocknacht dabei. Ja. Es ist nicht so, dass wir nicht genügend Inspiration für neue Gäste haben, aber die Gäste, die wir haben, inspirieren uns meistens so sehr, dass wir sie gerne wieder einladen. Wenn wir die natürlich dann in die nächsten Projekte einbinden und währenddessen die Projekte sich weiterentwickeln, dann ergibt sich das. Und das ist genau der Punkt. Wir haben viel über visuelle Trends geredet. Und der Matthias war einer der Ersten. Der Erste in diesem Jahr. Der Erste in diesem Jahr, welcher das Thema... Das war die Stille und Einsamkeit. Stille und Einsamkeit. Genau. Genau. Lange Rede, kurzer Sinn. Herzlich willkommen, Matthias Schweighofer. Hallo, Sven. Grüß dich. Matthias. Hi. Grüß dich, servus. Hallo, Murat. Grüß dich, große Idee. Danke. Kommen Sie zu uns. Gerne. Auch schon fünfmal dabei, kann ich wiedergewählt werden? Ach, fünfmal? War es schon? Nein. Ich glaube insgesamt schon, wenn wir die Fotonächte und Events mitrechnen. Gut, ja. Kann schon hinkommen. So gesehen haben wir schon einige Abende verbracht. Oder? Du hast wieder den Weg aus dem schönen Tirol zu uns gefunden, hier nach Berlin, um uns wieder neue Ideen und neue Inspirationen und vor allen Dingen eine Erklärung zu deiner Umsetzung von dem ersten visuellen Trend. Ich komme mit dem Visual nicht mehr klar. Visuelle Trend. Aber ich habe auch mit dem ersten Trend. Ja. Willst du vielleicht mal die Galerie zeigen oder willst du erst über seine Art? Ich würde erst mal kurz noch mal sagen, es soll Leute noch da draußen geben, die dich noch nicht kennen. Habe ich zumindest gehört, man munkelt es, ich glaube es zwar nicht, aber lass uns mal ein paar Arbeiten von dir reinschauen, was du so machst. Du bist Künstler. Ja, ich würde mich als Digital Artist bezeichnen, bin aber auch Fotograf. Das heißt, hauptsächlich fokussiert sind die Bilder auf meine Porträts bzw. auf die Hauptbilder, die ich im Studio mache. Und ich kombiniere sie natürlich dann auch mit Stockmaterial, das ich, wie gesagt, von euch bekomme, beziehungsweise das ich eben mir auf Adobe Stock-Seiten zusammensuche. Und viel für Werbung und ganz, ganz oft eben mit Menschen im Fokus. Das heißt, der Hintergrund bzw. die kleinen Elemente, was eingebaut werden, die peppen das Bild dann schlussendlich noch auf. Und ja, das ist so im Großen und Ganzen mein Job, sagen wir es mal so. Bei deinem Job, ganz ehrlich, wie viel Spaß hast du immer noch, wenn man so gerade die ganzen kleinen Details hier sieht und du bist auch auf sehr vielen deiner Werke mitzusehen? Ja, Spaß ohne Ende. Natürlich gibt es auch Arbeiten, wo man sagt, puh, da muss ich jetzt durch. Aber ich gönne mir dann doch ab und zu mal so kleine Easter Eggs in die Bilder einzubauen, wo ich sage, okay, das kriegt der Kunde so am ersten Blick nicht hin, vielleicht am zweiten oder dritten. Ja, genau solche Sachen zum Beispiel. Die ich mir einfach erlaube, wo ich sage, das ist so mein künstlerischer Esprit, den ich versuche mit einzubauen, um den Betrachter so ein bisschen zu belohnen, wenn er was sieht, wenn er länger drauf bleibt auf dem Bild. Und die von meinen Kunden aber durchaus gern gesehen werden, weil die wollen ja auch Liebe im Detail haben. Und so etwas entsteht halt ganz häufig nur, wenn du lange vorm Rechner sitzt und viel mit einbaust. Du hast uns dein Werk zu Stille mitgebracht, zu unserem ersten Trend, den du umgesetzt hast. Genau. Ich würde sagen, da gehen wir ruhig rüber an den Rechner, um uns das anzuschauen. Das können wir uns gerne machen. Ja? Ja, okay. Lass uns gleich rüber haben. Murat, wir kommen gleich wieder zurück. Ich bleib hier. Wir sehen uns noch, oder? Bis gleich. Ich muss ja dazu sagen, dass ich da vom Herrn Murat schon ein bisschen überrascht worden bin. Denn er hat mir einfach mal eine E-Mail geschrieben und gesagt, hey Matthias, machst du für uns was? Wir haben Kibischwörs Stille und Einsamkeit. Und ich dachte mir so, was meint er damit? Ja. Und dann hat er mich mal in das Projekt eingeweiht. Stille und Einsamkeit ist ja voll dein Thema eigentlich. Total, total. Das hat mich am Anfang ein bisschen abgeschreckt, aber ich stehe auf Herausforderungen. Ne? Und vor allem hat er mich dann im Prinzip über den Blog in diese Galerie reingeleitet, wo ihr mal präsentiert, was ihr zu diesem Key Visual eigentlich alles darstellt. Was denkt Adobe, beziehungsweise was denken eure Leute, die sich das ausgedacht haben, die darum geforscht haben. Und da kommst du wie durch ein gutes Fotobuch irgendwann mal in Stimmung. Das ist ganz normal. Du betrachtest Bilder und die laufen dir förmlich entgegen und du kriegst langsam das Gefühl, wo du hin musst. Und dann entstehen die Ideen. Und das ist wie so ein Scribblebook oder ich habe so einen Ideenordner bei mir im Rechner. Das läuft auch so. Wenn ich eine Idee brauche, gehe ich da durch und das war bei euch genauso. Und ihr habt ja jetzt auch schon im Blog, habe ich gesehen, neue
Trends wie das flüssige Ich oder wie nennt sich das genau? Ja, wo ich sage, Alter, ich würde da eigentlich auch gern was machen darüber, weil das ist etwas, was inspiriert. Es ist definitiv erlaubt, auch eigene Werke zu dem Thema einfach für sich zu kreieren. Ich mache das nicht mal für mich, sondern ehrlich gesagt, darf ich das so forsch sagen, ich habe das schon meinen Kunden angeboten, warum man nicht in diese Richtung mal was probiert. Schön. Und auf die Frage hin, warum, kann ich sagen, naja, da haben schlaue Leute sich schon Gedanken gemacht, wo die Werbung hingeht. Klar kannst du Werbung machen, wie du sie auf Facebook und Instagram und Co. siehst, aber die haben ja schon Leute gemacht. Und jetzt kannst du aber zukunftsgreifend schon arbeiten und schauen, wo geht denn der Trend hin? In welche Richtung wird es denn irgendwann mal farblich, bildgestaltungstechnisch oder auch einfach nur visuell sein? Und da sind dann viele mutig und sagen, lass uns doch mal was Neues probieren. Okay, lass uns mal reinschauen in die Sachen, die du gemacht hast. Gerne. Wie komme ich denn? Ja, Photoshop ist hier unten. Ich muss sagen, ich bin ja voll der Mac-User, nicht der Windows-User, aber ich komme hier bestimmt klar. Jetzt fragt sich der eine oder andere, ja, mit Stille und Einsamkeit, vielleicht im Entferntesten was zu tun. Ich muss mich inspirieren lassen. Ursprungsbild war eigentlich das Bild des Läufers. Ich mache das dann auch gleich auf. Fakt ist nur, ich brauche, um ein Thema so groß angehen zu können wie das, eine Skizze, aber ich brauche auch ein Gefühl, ich brauche Ideen, ich brauche auch viel Musik, weil ich werde viele Stunden vor diesem Bild sitzen und mich inspirieren lassen müssen. Und somit sammle ich fernab, bevor ich überhaupt mal Bildbearbeitung mache, mal Inspirationsquellen. Also ich gehe in Literatur rein und ich habe von Albert Einstein, wenn du Stille und Einsamkeit auf Google eingibst, ein Zitat gefunden, wo er schreibt, wer aus Stille und Einsamkeit flieht, der begegnet Hektik und Chaos. Ja. Und da habe ich mir gedacht, Hektik und Chaos. Wäre nicht der Schweighofer, wenn ich alles ganz genauso mache. Ich mache es jetzt einfach so und das ist im Prinzip Schön. Die Flucht daraus. Der Fakt ist, der Betrachter steht noch in Stille und Einsamkeit und der Läufer soll dann schon Richtung Hektik und Chaos laufen. Der Rest ist reine Improvisation, die ich bei der Stockfotosuche finde. Ich wusste anfangs nicht, dass hier ein Shift steht. Ich wusste, hier muss ein wesentliches helles Element stehen. Vom Bildaufbau her passt das ganz gut. Aber was es dann schlussendlich ist, keine Ahnung. Ich habe nach Shift gegoogelt. Das hatten wir das letzte Mal auch schon. Gestockt, haben wir gesagt, heißt das ja. Ich habe nach Shift gestockt und kam auf so ein Papierschiff und fand das großartig. Und so wurde es dann schlussendlich eingebaut. Ich darf mal ganz kurz alles ausmachen, was hier am Anfang nicht stand. Ah, hier haben wir irgendwo den Läufer, hier haben wir den Läufer. So, das ist im Prinzip meine Datei. Die machen wir jetzt auch noch aus. So, jetzt läuft's. Das ist das Hauptbild. Es wurde schon ein bisschen breiter gemacht. Das ist im Prinzip der Visual Trend, das Bild, was ich mir aus eurer Sammlung ausgesucht habe. Und da kann man viel machen. Ich habe ehrlich gesagt mir, glaube ich, 20 Stocks runtergeladen, wo ich mir anfangs gedacht habe, wie wäre es denn, wenn der zum Beispiel über den Körper läuft, wenn das gar nicht Wüste ist, sondern wenn das Haut ist zum Beispiel, wo er drüber läuft, wo er irgendwo wegläuft. Und dann fand ich aber die Idee ganz gut, er muss auf was zulaufen. Und dann bin ich mal auf Wasser gegangen, ich wollte Wellen einbauen und kam zu diesem sensationellen Hintergrund. Und ich muss ehrlich gesagt zugeben, ich hätte ihn gern selbst gemacht, aber das ist ein Stockbild. Okay. Das kriegst du so bei euch, da musst du nichts mehr machen. Ich möchte mich jetzt hier nicht als faulen Menschen bezeichnen, aber ja, wenn ihr schon sowas da liefert, dann müsst ihr auch damit leben, dass wir es einbauen. Das ist richtig gut, denn in Kombination mit einer guten Freistellung sieht das Ganze dann so aus, der Sand wurde noch ein bisschen aufgepeppt und dann läuft er schon dorthin, wo ich ihn einen haben möchte. Und jetzt kommt es eigentlich nur noch dazu, suche das, was zum Thema passt. Und bis zu dem Zeitpunkt bin ich dann eigentlich schon bei einer Stunde, zwei Stunden Bildbearbeitung, bin mit Musik voll, bin mit Inspirations voll, da darf mich auch keiner stören. Und dann findest du auch, wenn du in deine Galerien reingehst, wenn du über eure Stockfotosuche nach Wasserelementen suchst, findest du ganz spezielle Sachen, wie zum Beispiel den Sextanten, den ich eigentlich unfassbar liebe. Den habe ich mittlerweile schon in drei andere Bilder eingebaut, weil ich den einfach toll finde. Und der hat mir auch die Möglichkeit gegeben, das Licht nochmal auf den Hauptcharakter zu projizieren. Und hier liegen dann aber auch wieder Rosttexturen zum Beispiel über dem Sextant, weil der ganz neu war. Er wurde viel mit Wasserpinselspitzen eingearbeitet. Und dann haben wir noch das Schiff gehabt, das hier wirklich auch, das fährt eigentlich irgendwo im normalen Wasser. Ja gut, ich habe es ein bisschen denunziert, das Ganze mit Alt-Taste mache ich das hier, gell? Ich kenne mich hier nicht aus. So. Nee, ich krieg's jetzt nicht hin. Auf jeden Fall war das ein 3D-Rendering eigentlich. Das heißt, hier kannst du viel kombinieren. Es ist ganz egal, ob du Fotos nimmst oder 3Ds, wie auch immer. Schlussendlich noch den Leuchtturm und die Möwen. Und da bin ich sehr froh, dass es mittlerweile sogenannte Bildersammlungen schon gibt.
ich muss ja nicht 4 Bilder oder 3 Bilder von Möwen sammeln, sondern es gibt ganze Sammlungen, wo viele Bilder zum selben Thema schon drinnen sind, teilweise vor Weiß schon fast freigestellt. Und das erleichtert mir dann die Arbeit beim Freistellen, beziehungsweise sie sind alle im selben Licht fotografiert. Ja, da habe ich dann nicht mehr viel Arbeit. Schlussendlich kommt der Look drüber und ein Artwork ist fertig. Summa summarum, mit den Nachbesserungen sicherlich 6 bis 8 Stunden Arbeit. Ja. Aber es hat mächtig Spaß gemacht und war für mich eine neue Herausforderung. Und ich kann gerne mehr machen. Ich biete mich hier an. Das ist tolle Arbeit. Das ist auch das, was man bei dir und bei deinen Werken immer merkt. Du hast da Spaß bei. Und zwar richtig. Und du lebst das. Und das freut mich auch wirklich richtig. Für mich eine tolle Inspiration, wie man Projekte auch generell angehen sollte. Freut mich, wie gesagt, wirklich, dass du das hier umgesetzt hast. Und wie gesagt, ich kann zwar nicht über Budget reden, der Murat ist auch schon gegangen, aber... da gehört, ich möchte nochmal und ist gegangen. Feel free, unsere nächsten Themen stehen fest. Wenn du da was Tolles hast, bin ich sehr gespannt auf deine Beiträge. Ja, und genau das wollen wir eigentlich mit den visuellen Trends auch erreichen, was du gesagt hast. Ich habe das jetzt mal meinem Kunden vorgeschlagen, in die Richtung mal was zu machen. Das funktioniert wirklich, ja? Das geht gut. Ja? Ja, welcher Kunde ist so blöd und sagt, nee, wir wollen was, was alt ist? Ja. Ja, denn jeder sagt, ja, wenn wir Werbung machen, müssen wir uns natürlich zukunftsorientiert dahin binden. Das machen die. Du, vielen Dank, dass wir auch in deine Photoshop-Datei reinsehen durften. Ich weiß, einige Künstler sagen auch, nee, also ich zeige gerne das fertige Ergebnis, aber so das dazwischen mache ich nicht so gerne. Zum Verheimlichen. Nee, finde ich klasse, dass du da immer wieder sehr offen bist. Und du warst nicht das letzte Mal bei uns, da bin ich mir ganz sicher. Ja, ich danke für die Einladung, auch Murat, danke. Vielen Dank, dass du gekommen bist und uns den Einblick gegeben hast. Ich gehe wieder zu Murat zurück. Das ist erstmal dein Applaus. Danke. Mach's gut. Ciao, Berlin.